in dieser Corona-Krise mit euch teilen. Vor Corona war Leipzig eine kulturell sehr vielseitige Stadt mit einer spannenden Bandbreite von Hochkultur bis Kleinkunst, natürlich auch großen Festivals. Seit 2 Monaten ist alles abgesagt, noch weit bis über den Sommer hinaus. Im Augenblick verstummt die Kulturszene in ohnmächtiger Hilflosigkeit angesichts der Tatsache, lange Zeit nicht auftreten zu können und in Zukunft nur unter strengen Hygieneauflagen. Man darf sich ja fragen, ob die Kultur eben doch nur Deko ist, nicht systemrelevant. Ich nehme im Moment den Stellenwert der Kunst in den Augen der Politik als ein Thema wahr, das erst dann behandelt wird, wenn alles andere wieder funktioniert, wie Friseur, Gastronomie oder Fußball. Das Kulturleben findet fast nur noch im Internet statt. Und mit dem, was da verdient wird, wird man sicher nicht satt. Was macht das mit einem Künstler, wenn ihm die Bühne entzogen wird? Man nimmt ihm quasi seine Identität. Er muss nun zur Überbrückung als Taxifahrer oder Nachtwächter arbeiten. Sofern er keine Festanstellung hat. Doch wird der Künstler in seinen Beruf zurückkehren können? Er ist natürlich kein Lichtschalter, den man ein- und ausschalten kann. Wenn einmal für längere Zeit die Aufträge einbrechen, ist ein immenser Schaden angerichtet. Kultur ist kein Hobby. Wie viele Menschen würden wohl Hotels und Restaurants in einer Stadt besuchen, in der aufgrund der strengen Hygieneauflagen kein Museum, kein Kino, kein Konzertsaal, kein Theater und kein Club zum Ausgehen verleiten. Auch Innenstadtgeschäfte profitieren eher von der Anziehungskraft kultureller Angebote als umgekehrt. Doch wenn es darum geht, diese von der Corona-Krise extrem hart getroffenen Strukturen zu erhalten, dann wird kulturelles Schaffen ganz schnell auf den Status eines Hobbys mit Privatrisiko zurückgestuft. Frei nach dem Motto, selber schuld, wenn jemand Geiger wird, er hätte ja auch eine Banklehre machen können. Dieser Trugschluss mag daher rühren, dass künstlerische Tätigkeit meist mit dem Begriff der Freizeit assoziiert wird. Es gibt unzählige Amateure, denen das schiere Ausüben ihres Hobbys, sei es beim Hauskonzert oder im Aquarellkurs der Volkshochschule, bereits Lohn genug ist. Doch es wäre absurd, diese Perspektive auf hauptberufliche Künstler anzuwenden. Auch wenn viele sich derzeit selbstausbeuterisch kostenfrei im Internet präsentieren, um nicht vergessen zu werden. Dort geht es nicht um private Selbstverwirklichung, sondern um professionelles Personal und professionelle Strukturen in einer Branche, die keineswegs nur für gesellschaftliche Wellness relevant ist. Eine Bruttowertschöpfung von 100,5 Milliarden Euro geschaffen, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters zu Beginn der Corona-Krise erinnerte. Wer es jetzt für verzichtbaren Luxus hält, 1-2% dieser Wertschöpfung in die Rettung dieser Strukturen zu investieren, muss sich bewusst sein, was ohne Hilfe droht. Nämlich die Zerstörung dieser Wertschöpfung und der Wandel von Zehntausenden Steuerzahlern zu Sozialhilfefällen. Wer fragt, ob sich die Gesellschaft Kultur leisten kann, sollte überlegen, ob sie sich den Verzicht darauf leisten kann. Bravo.
die Situation in Leipzig schildern bezüglich Demonstrationen und sonstiger Aktivitäten der Kritiker der Corona-Maßnahmen. Ich habe mich der Bewegung Leipzig angeschlossen. Wir stehen friedlich und gewaltfrei für die Menschenwürde und die Grundrechte ein. Samstags um 15.30 Uhr finden auch bei uns auf dem Marktplatz die Versammlungen für die Grundrechte statt, ähnlich wie hier. Sonntags veranstalten wir auf der grünen Wiese eine Tanzdemo für die Freiheit und das Leben. Dienstags läuft die Corona-Debatte. Hierfür und für die Samstagsversammlung können sich Leute melden, die einen Redebeitrag vortragen möchten. Ein offenes, spontanes Mikrofon wie am Anfang gibt es nicht mehr, da zu viele Beiträge, in denen wir uns nicht in unseren Zielsetzungen wiederfinden konnten, unsere Bewegung in eine rechte Schublade gedrängt hat. Wir lesen die Beiträge nun immer vorher gegen, damit auch gerade die Presse in dieser Hinsicht weniger Angriffspunkte findet. Überwiegend sehr negativ über uns Bericht erstattet. Wir werden als Verschwörungstheoretiker, Spinner, Nazis, Gates-Hasser, Impfgegner oder gar Reichsbürger dargestellt. Dabei handelt es sich doch hier um eine Bewegung aus der Mitte der Bevölkerung heraus, die weder Corona leugnet noch in irgendeiner Weise gewaltbereit ist. Wir nehmen den geplanten Immunitätsausgleich ab. Und seine Gefahr des faktischen Impfzwangs, gerade auch durch das Ansinnen der Regierung, einen nicht validierten und ungetesteten Stimmimpfstoff 7 Milliarden Menschen verabreichen zu wollen. Einschränkungen der Grundrechte der Menschen, ebenso wie die andauernde Herzlosigkeit, wie mit unseren Alten oder Kranken umgegangen wird. Auch an Isolation kann man sterben. Wir kritisieren die Maskenpflicht ebenso wie die Umsetzung der Schulpflicht in der sogenannten neuen Normalität. Oder die generell immer noch andauernden Kontaktbeschränkungen. Wir wünschen uns Mitmenschlichkeit statt Kälte, Abstand und Kontrolle. Bravo! Wir lassen uns aber nicht unterkriegen, obwohl die Antifa uns auch in Leipzig das Leben inzwischen richtig schwer macht. Mit Gewaltdrohungen und Gegendemonstrationen. Bei uns melden auch bei lokalen Persönlichkeiten bekannte Kritiker des Corona-Regimes, wie zum Beispiel letzten Samstag Ralf Ludwig, der gemeinsam mit Dr. Bodo Schiffmann die Partei Widerstand 2020 gegründet hat. Nach wie vor Hygienespaziergänge, Protestmeditationen und täglich 19 Uhr in der Nikolaikirche ein Friedensgebet, ähnlich wie schon 1989 kurz vor der Wende. Ich wünsche euch hier in Pforzheim weiterhin viel Rückgrat und Erfolg in eurem friedlichen Tun. Wunderbar zu erleben, wie sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Protest gegen die Einschränkungen unserer Freiheit erhebt. Vielen Dank! Wir singen jetzt gemeinsam Freiheit schöner Götterfunken. Yeah.